Ja, hallo zusammen. Heute ein kleines, aber feines Thema. Es geht um die sogenannte Fontanelle. Die Fontanelle, das sind kleine Lücken im knöchernen Schädel von Babys, die erstmal ganz, ganz wichtig sind, weil nur so der Kopf im Mutterleib eine gewisse Plastizität behält. Und der Kopf wird ja beim Geburtsvorgang hin und her gequetscht und würde das nicht alles beweglich sein, dann gäbe es da nicht diese kleinen Löcher, die Kinder würden gar nicht zur Welt kommen. Und wenn die Kinder da sind, dann bleiben diese Fontanellen erstmal noch offen. Die hintere kleine Fontanelle schließt sich meist schon im ersten viertelhalben Jahr. Die vordere Fontanelle, die meist größer ist, schließt sich oft so im ersten Lebensjahr, kann aber durchaus bis zum zweiten Lebensjahr noch offen sein. Wenn die nach dem zweiten Geburtstag immer noch offen ist, dann ist das mal ein Grund, mit dem Kinderarzt drüber zu reden. In den meisten Fällen steckt nichts Schlimmes dahinter, aber man muss das sich dann mal anschauen. Wir Kinderärztinnen und Kinderärzte kontrollieren die Fontanellen regelmäßig bei den Vorsorgen. Und eigentlich ist das Ganze gar kein Thema für ein Video wert. Aber das Interessante ist, dass man einfach ganz viele Fragen immer wieder zu der Fontanelle kriegt. Das eine ist immer diese Angst, dass man die Kinder da verletzen kann. Und natürlich sind diese Stellen nicht knöchern gedeckt. Und trotzdem habe ich es jetzt in 17 Jahren Kinderarztpraxis noch nie erlebt, dass ein Kind dort irgendwie, dass die Fontanelle geplatzt wäre oder es eine Verletzung im Kopf gab, weil zum Beispiel ein Geschwisterkind mal geschubst hat oder ein Holzklötzchen auf den Kopf geschlagen hat. Und das Zweite ist, dass man immer wieder liest, die Fontanelle würde dazu dienen, die Gesundheit des Kindes zu beurteilen. Eingefallen heißt zu wenig getrunken, vorgewölbt heißt, das Kind hat eine Infektion. Und da muss ich sagen, für mich ist es in der Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Kindes, also kommt das ganz, ganz weit hinten. Ich behaupte jetzt mal, wenn ein Kind Zeichen von einer Austrocknung zeigt, gibt es viel mehr und bessere Zeichen. Und dazu gibt es ja auch Videos, Thema Magen-Darm-Infekt, Erbrechen. Oder genauso, wenn ein Kind eine schwere Infektion zeigt, auch da gibt es viel einfachere und klarere Zeichen, wie auf den Stand der Fontanelle zu achten. Deswegen meine Zusammenfassung, die Fontanelle gibt's und macht eigentlich im Alltag gar nichts. Ja, damit hat man eigentlich keine Probleme. Die Kinderärzte schauen die sich regelmäßig bei der Vorsorge an und sie können, wenn sie so einen Babykopf mal in der Hand haben, da mal drüber tasten. Aber eigentlich ist es einfach nur gut, wenn man weiß, was die Fontanelle ist, und medizinisch ist es eigentlich unbedeutend. Bis nächste Woche.